Willkommen in einer neuen Folge Star Wars The Old Republic mit Revea. Die olde Republic. Genau, so was muss ich hier machen? Ich war hier stehen geblieben. Tempelrelikte. Achso, ich muss hier was kaputt machen. Relikte zerstören, Reliktbehälter zerstören. Wo auch immer die sind. Da sind nur so komische Droiden. Aber gut, machen wir die Droiden kaputt. Ich habe mich jetzt übrigens entschlossen, meine alte, uralte Kamera zu benutzen, weil das Mikrofon finde ich hier irgendwie voll cool. Weil ich habe das Mikrofon von der neuen Kamera, die ich extra bestellt habe, weil ich gedacht habe, meine Kamera ist kaputt, aber dabei war mein Mainboard kaputt, jetzt ist es nicht mehr kaputt, jetzt war voll kompliziert und so. ja, bin ich jetzt am Ende doch irgendwie zu dem Entschluss gekommen, dass ich die alte Kamera weiter benutzen will, weil dann beschwert sich auch niemand. Oh mein Gott, Mitsu, der Ton ist jetzt ganz anders. Deine Stimme, du hörst dich an wie ein Mann oder so. Ich weiß nicht. Ja. So schlimm war es nicht, aber es war sehr metallisch. Ich habe mich angehört wie ein Roboter, so wie der da, den ich gerade umgelegt habe. So. Ich weiß gar nicht, ob das die richtigen sind, die ich da kaputt mache. Nee. Aber da unten sind auch noch Reliktbehälter. Habe ich hier schon alle zerstört? Wie sehen die überhaupt aus? Ernsthaft, wie sehen Reliktbehälter aus? So kleine Vasen oder so? Besprinkelt mit Reliktzeichen heiligen Blutes oder so? Weil hier ist nichts, hier ist überhaupt nichts. Nur weiß und Schnee. Ach, vielleicht da hinten dran, vielleicht muss ich so klettern, so... Klettern. Komm, kletter mal, Rubia. Mach mal. Oh, scheiße. Mein Lichtschwert ist bereit. Wow, jetzt keine Lichtschwertgespräche hier. So. Nein, hier ist irgendwie nichts. Obwohl, da steht hier, es soll was sein. Ich check's nicht. Habe ich hier irgendwas drinne? Nein. Nee. Ich habe nur so Matrix-Splitter drin. Die bringen mir aber jetzt gerade nichts. Ich gehe mal da unten gucken einfach. Vielleicht sind die ja auch einfach alle da unten. So, was ich noch sagen wollte. Gamescom! Ich darf die Gamescom! Ich darf die Gamescom! Ja, und ich weiß aber dann nicht, ob ich ein Fantreffen machen soll oder nicht. So Fantreffen mit einem Leute. Einer Person oder so, keine Ahnung. Das wäre vielleicht lustig. Aber mal schauen. Also ich bin eigentlich den ganzen Tag auf der Gamescom. Ja. Von morgens bis abends und jeden Tag. Und ja. Ich muss natürlich auch was tun, aber ich bin auf der Gamescom. So. Ja, ihr könnt ja vielleicht mal Bescheid sagen, ob ihr als... Keine Ahnung. Ob man sich mal treffen möchte oder so. Ihr braucht auch keine Angst zu haben. Manche haben ja Angst, irgendwie mit mir zu reden oder so. So Personen, die mich hier zum Beispiel im Spiel anschreiben und dann ganz schnell offline gehen. Das kommt auch öfter vor. Ja, bin ich so unheimlich? Ich finde mich gar nicht so unheimlich. So unheimlich. Unheimlich, unheimlich. Also unheimlich, unheimlich. Also nicht... Unheimlich, unheimlich. Ach, egal. Hier ist wieder nichts. Zerstöre die Reliktbehälter. Ich gehe einfach nochmal raus und rein, oder? Vielleicht habe ich irgendwas durcheinander gebracht, weil ich mitten in der Mission ausgelockt habe. Das darf man nicht tun. Mein Gott, Support, Hilfe. Hilfe, Support, hörst du? So. Ist ja mal cool, irgendwie so ein Game Master in Star Wars zu treffen. Ich weiß zwar nicht, ob es welche gibt, aber... Oh nee. Okay, nee, doch nicht. Ich dachte schon, da wäre so ein Relikt oder sowas, aber das war doch irgendwie... Was? Ah, das ist diese Kraftfalle. Habe ich ganz vergessen. Oh mein Gott, jetzt sterbe ich. Es stirbt ab Schara. Dann kommen wir rein raus. Nein, bitte. Oh Gott, wie sie sich anhört. Bitte, bitte, helft mir. Habe ich irgendeinen Trank dabei noch? Ja. Medipack. So, jetzt gehen wir hier raus. Ach komm, jetzt nicht ernsthaft.
Sag. Ich will nämlich die Relikte kaputt machen. Dazu will ich mal vielleicht die Mission resetten oder sowas. Vielleicht erscheinen die ja dann wieder aus zauberhafter Hand. So, jetzt bin ich draußen. Moment. Ashara wiederholen. Genau, Ashara wiederholen. Da, jetzt. Und? Was passiert? Ah, hier sind doch die Fallen eingezeichnet. So, diesmal mache ich sie vorher kaputt. Oder sind die jetzt schon, wurden die jetzt schon aktiviert? Oder ich muss da reinlaufen? Nee, ah, okay, die sind schon kaputt. Na gut. Dann kämpfen wir mal. Ashara, du nimmst den Kleinen und ich nehme den Großen. Also sind beide alt. Alter, Fiff, Attentäter, Druide, Alter, was auch immer, da gerade gestorben ist. Und ich freue mich so mega auf das Add-on-Story-Dingens, was kommt Ende Oktober. Das wird so cool! Das wird so mega cool! Oh mein Gott! Der Trailer war echt so mega und ich erinnere mich immer noch, ich träume noch immer davon und dann die coolen Trailer hier. Na ja, gut. So, jetzt. Relikte! Oder? Keine Ahnung. Reliktbehälter. Hier leuchtet auch nichts. Normalerweise leuchtet. Oh. Da leuchtet doch was. Okay. Gefunden. Toll, die haben sich aber auch getarnt. Und da oben ist schon kaputt. Ah, hier ist noch einer. Die sehen aus wie die Deko. Also wie das ganze Eis, was da rumliegt. Toll, jetzt leuchten sie. Vorhin haben sie sicherlich nicht geleuchtet. Ganz bestimmt nicht. So. Ist hier noch was? Rivia, Ashara, ist hier noch? Hier ist nichts mehr, ne? Gut. 3. Super Ausbeute. Jetzt muss ich wieder zurückgehen. Ah, draußen macht es die ganze Zeit irgendwelche Geräusche, wenn man jetzt... Meine Balkonpflänzchen werden so voll vom Wind verweht, weil jetzt kommt ja der Mega-Sturm. Nach der Mega-Hitze kommt ja irgendwann immer der Mega-Sturm, der jetzt angesagt ist, aber wahrscheinlich wird der eh nicht so mega werden, weil die Wettervorhersagen sind irgendwie meistens nicht so Ah, hier ist eins. Oh, da kommt sogar... Habt ihr das lila Ding gesehen, was da rausgekommen ist? Da war es so ein Geist oder so. Moment. Warte, ich zeig's mal an dem da. Da ist ein Geist da drin. Moment. Das habt ihr bestimmt noch nicht gemerkt. Ha, Auge fürs Detail. So, wir brauchen aber noch welche. Ich brauche noch welche. Und hier ist wieder nichts. Was? Was? Da liegt ein Mann im Kopf. Auge fürs Detail. So, ich sollte QA werden hier. Ich brauche noch was hier. Ist das, gehört das dazu? Natürlich der Typ hier. Der sieht so verdächtig aus. Nein. Oh, kann man da hoch? Kann man da von oben runterspringen oder so? Weil bei Final Fantasy 10 plus 1 gibt es so Löcher und da kann man runterfallen. Ja, auch unabsichtlich. Ah, auf dem Weg gibt es ja auch welche. Weil ich habe die Löcher nämlich immer nie gesehen. Bin da immer reingefallen. Und wenn ich sie dann gesucht habe, dann habe ich sie nicht gefunden. Weil manchmal muss man ja da durchgehen, weil da irgendein Monster ist oder so, das man sucht. Was auch immer. So, das letzte. Den letzten Geist. Hopp, hopp, hopp. Yay! Schwere Geburt. Weiter. So, was jetzt? Ah, was? Oh, okay, das war nur ich. Ich dachte, jetzt hat sich irgendwas aufgehängt. Biu. So.
Sascha weht mit dem Wedel, weht mit ihrem Cape. Oh, jetzt darf ich das Hauptrelikt kaputt machen. Der stand vorne auch schon da, da hätte ich schon draufschlagen können. Du musst Talos Relikt dabei haben, um das... Oh nee, nicht diesen komischen, verrückten... Doch. Ja. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Ja, ich bin eh bereit. Frag dich nur, ob du bereit bist. So. Achso, jetzt kriege ich hier Filmsequenz. Boah, das habe ich weggefetzt. Das war der letzte. Mein Lord, dieser Droide, haben wir den nicht schon mal besiegt? Ausgezeichnet. Danke für die Hilfe, Sith. Faszinierend. Wie ist das möglich? Ist ein Vulkan? Ist es nichts Technologisches. Zu sehen, wie diese Marionetten von Nagasadu vernichtet wurden, ihre Gräber geschändet. Normalerweise stehe ich ja über Gefühlen wie Rache, aber das gefällt mir. Oh, mir gefällt dieser Droide. Ich hoffe, das ist eure Art, Dankbarkeit zu zeigen. Ja, Sir. So ist es. Oh, er bedankt sich. Ist er nicht mehr? Der Geist! Nicht in einer Million Jahren! Jetzt tritt er durch. Die Starrunner befindet sich im Bauch des mächtigen Superschlachtschiffs Star of Coruscant auf dem Schiffsfriedhof. Oh. Ich habe sie ja, ich will auf dem Schiffsfriedhof. Nachdem ich ihren närrischen Captain zermalmt habe. Ihr findet mich dort. Ich kenne diesen Ort, aber es wimmelt dort nur so von Piraten. Ich glaube, sie nennen sich Weißer Schlund. Sie sind nicht gerade Historiker. Weißer Schlund, das kommt mir bekannt vor. Diese Piraten hören sich wesentlich aufregender an als meine aktuelle Begleitung. Achso, ich habe ihn beleidigt. Ah, deshalb mag er es nicht. Ha. Unglaublich. In einem Moment läuft er herum wie neu und im nächsten... In der Basis, ganz hier in der Nähe, gibt es bessere Ausrüstung für die Analyse. Sie liegt auf dem Weg zum Schiffsfriedhof, wenn ihr mir folgen wollt. Okay. Moment. Ja. Ich habe jetzt erst gemerkt, dass ich gar keine Kamera anhabe. Nein! Verdammt! Verdammt! Wir müssen nach Coruscant, oder? Reise zum Frostwake Außenposten. Achso, wir müssen noch nicht nach Coruscant. Achso, nee. Was? Hat er nicht was von Coruscant gesagt? Oder habe ich mich so jetzt verhört? Ich muss irgendwo zurückkehren, das Frostwake Außenposten, damit er seine Expedition dokumentieren kann. Achso. Na gut. Frostwake. Vielleicht komme ich da direkt hin. Tash, Leth, Frontbunker. Frostwake? Weißfelswüste. Ah, wahrscheinlich muss ich da oben hin. Na gut. Aber ich teleportiere mich trotzdem irgendwo hin. Einfach so, weil ich es kann. Eine Fähre wurde losgeschickt. Ja, Rivea fährt Auto wieder mal. Und kommt direkt an. So. Ah, jetzt kann ich hier fliegen. Jetzt sagt er mir, empfiehlt er mir, wo ich hinfliege. Zeige alle autorisierten Ziele an. Okay. Reiseroute bestätigt. Und doch, irgendwie hatte ich den nicht in der Schnellreise drin. Toll. Nicht möglich, wenn in einem Fahrzeug... Was ist das für Deutsch? Nicht möglich, wenn in einem Fahrzeug... Na gut. Kann man durchgehen lassen. Gletscherspalt. Der Sektor, der als Gletscherspalt bezeichnet wird, ist fast ausschließlich Gebiet des Weißen Schlunds. Die tiefen Eisschluchten und riesigen unterirdischen Höhlennetze bieten Schutz und dienen den wilden Piraten als Basen. Als die Piraten des Weißen Schlunds von der Ankunft des Imperiums und der Republik erfuhren, errichteten sie sofort gut verteidigte Lager und Versorgungswege durch das ganze Gebiet. Durch den Gletscherspalt zu reisen, ist wohl nur für die bestausgebildeten und schwerstbewaffneten Agenten kein Selbstmord. Oh, scheiße, Rumschiffsfriedhof. Die Piraten des Weißen Schlunds kämpfen nicht mit konventionellen Mitteln, sondern bevorzugen Hinterhalte und Fallen für ihre Opfer. Sowohl das imperiale als auch das republikanische Militär hat hier schwere Verluste erlitten, was von der außergewöhnlichen Bedrohung durch die Piraten zeugt.
Jetzt haben wir noch was gekriegt. Friedhof der Kuscheltiere. Wo ist denn das? Wie hieß denn das jetzt? Raumschifffriedhof. Ja. Vor Jahrzehnten führten imperiale Raumschiffe die republikanische Flotte über dem entlegenen Eisplaneten Hoth in eine tödliche Falle. Der legendäre Superschlachtschiff-Prototyp, die Star of Coruscant, war das Hauptziel des Imperiums. Doch auch viele andere Kriegsschiffe erlitten das gleiche schreckliche Schicksal. Die Überreste dieser Schiffe fielen gebündelt auf den Planeten und so entstand ein beeindruckender Friedhof zerstörter Schiffe. Republikanische Raumschiffe waren jedoch nicht die einzigen Opfer dieser verheerenden Raumschlacht. Mehrere wichtige imperiale Schiffe wurden ebenfalls zerstört und ihre geborstenen Rümpfe regneten auf die feindlichen Überreste herunter. Jahrelang heftige Schneefälle und Eisbewegungen haben viele der Schiffe so tief begraben, dass es oft unmöglich ist, republikanische von imperialen Schiffen zu unterscheiden. Willkommen im Friedhof. Auf dem Friedhof. Andi, wir sind noch nicht da. Wir müssen erstmal hier rein. Gucken. Hallo, ich bin da. Verbeugt euch. Ich bin eure Sith-Königin. Bum. Dim, 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 dim. Oh, da ist mein Ziel. Lass uns hingehen. Ja, da ist mein grünes Ziel. Mein grünes. Oh, Screenshot. Da wären wir. Nee. Jetzt muss ich diesen Droiden analysieren. Screenshot. Aber eure Freunde sagten, dass sie hier wären, falls ihr sie braucht. Ich glaube, der Geist sagte, er ist in dem Schlachtschiff. Geht dorthin, wenn ihr ihn finden wollt. Geht dorthin, wenn ihr ihn finden wollt. Alla hopp. Wow, gelevelt! Yay! Yay! Tanzen, tanzen, tanzen. Tanzen, tanzen. Tanzen runter? Was ist denn runter? Du zeigst an, wie man sich bewegt. Yay! Wink, wink. Wie cool. So, ja, genug. Hey, du Spanner. Guck nicht. Guck nicht. So. Jetzt können wir wieder raus. Hä, wo ist denn mein Gehilfe? Hey, ich kann ihn nicht holen. So. Achso, weil ich ihn verloren habe, ist da kein Symbol mehr links unten. Okay. Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass einfach mein Gefährten-Symbol links unten weg ist. So, du darfst keine Gefährten mehr benutzen, Mitsu. Du machst sie alle nur kaputt. Ist immer so gemein zu denen. Ich darf dir die nicht mehr holen. Okay, sehe ich ein. Das Revinia! Oh, die hat fast den gleichen Namen wie ich. Rivea und Revinia. Komm, lass uns Schwestern sein. Ist das überhaupt Mädchen? Ah ja, weißes Haar. Weißes, kurzes, wehendes Haar im Schnee. Das ist sicherlich nur so weiß, weil sie sich im Schnee gesuhlt hat. Mit dem Kopf voran. Ah! Oh, das ist aber hoch. Alter Schwede, das ist hoch! Ah. Da kriegt man ja Höhenangst im Spiel. Oh, da sind jetzt Gegner. Ich will die mal geschickt umfliegen. Will nicht kämpfen. Ja, geht weg. So, oh mein Gott, ist das noch so ein weiter Weg? Das hier ist schon der Schiffsfriedhof, ne? Das ist echt episch, ne? Man weiß echt nicht mehr, was Imperial ist und was Republikschiff ist hier. Ich glaube, das ist ein Republikschiff. Es sieht irgendwie so ein bisschen aus wie das Ding von Han Solo. Das Ding von Han Solo. Nicht das Ding, sondern sein Schiff halt. So, und das. Ist das die Star of Coruscant oder wie die heißt? Nee, ne? Die ist da hinten zur Star of Coruscant. Heckbereich. Ha. Frag mich, ob diese Schiffe hier auch einen Namen haben. Wäre mal cool zu wissen, ob das irgendwie sich irgendjemand noch ausgedacht hat, so diese Schiffsnamen von diesem Kackfriedhof hier. So als Background-Story oder sowas. Wonne des Grabräubers. Räumers. Grabräubers. Ah. Na gut, das gibt Erfahrungspunkte. Ja. Yeah.
Komm, lass uns noch was entdecken. Hier sind noch so viele schwarze Stellen. Und so viele Gegner. So, ist die abgestiegen? Revinia ist abgestiegen. Oh, die ist schon Stufe 60. Ich bin nur so ein kleiner 40er-Pups hier. Mit meinem rosa Gleiter. Der rosa Gleiter-Pups. Aber ich bin gleich da. Yeah. Das ist cool. Das ist wie wenn man Bahn fährt und weiß, nächste Haltestelle ist in 2 Minuten. Yay. Man darf sich schon durch die Menschenmassen drücken. Mir ist sogar schon mal passiert, dass ich nicht rausgekommen bin aus der Straßenbahn oder so, weil die so voll gestopft war. So voll, so... Ja? Das war voll. Dann konnte ich erst an der nächsten Haltestelle raus und musste dann zurücklaufen. Weil da kommt man nicht durch. Selbst wenn man schreit, das erstickt in diesem Menschenhaufen. Star of Coruscant. Hey, wir haben doch schon die Geschichte von Star of Coruscant gelesen. Der größte Schatz auf Hoffs Raumschifffriedhof ist ein Koloss von einem Schiff namens Star of Coruscant. Als dieses Superschlachtschiff abstürzte, war es das fortschrittlichste Schiff der republikanischen Flotte. Ein Projekt, das schon viele Jahre in Anspruch genommen hatte und von einem Colonel Omas geführt wurde. Seine experimentellen Waffen und die bahnbrechende Technologie hätten das Blatt im Krieg wenden können. Doch das Imperium hatte alles daran gesetzt, es in eine Falle zu locken und zu zerstören. Nicht einmal der lange Sturzweg aus dem Orbit bis auf die eisbepackte Oberfläche von Hoth konnte der Außenhülle der Star of Coruscant etwas anhaben. Das Schiff ist noch immer intakt. Und die Piraten des Weißen Schlunds haben viel Aufwand betrieben, um seine interne Energieversorgung und die Schilde zu reaktivieren. Das Schiff ist mittlerweile eine stattliche Festung aus der Oberfläche des Planeten. Auf der Oberfläche des Planeten. Aus der Oberfläche wäre ein bisschen heftig. Ein Schiff aus Eis. Ah, so wie Elsa ihr Schloss aus Eis hatte. So ein Schiff aus Eis wäre auch mal cool. Ein Jedi fürchtet den Tod nicht. Ja, ein Sith fürchtet den Tod auch nicht. So, jetzt haben wir schon wieder so ein Ding. Moment, ich kämpfe die noch kurz blind. Ah, tot? Nee. So, jetzt tot. Da ist noch ein Geräusch gewesen. Das ist unheimlich. Devaroniana. Devaroniana. Devaroni. Okay, wir machen weiter. Devaronianer gehörten zu den ersten Spezies der Galaxis, die interstellare Raumreisen entwickelten. Sie bereiteten sich von ihrem Heimatplaneten Davaron schnell in die Gründungswelten der Republik aus. Männliche Devaronianer sind vor allem für ihre Reiselust, aber auch für ihre beeindruckende körperliche Erscheinung bekannt. Sie haben grell, oft rot gefärbte Haut, scharfe Zähne und lange Schädelhörner und sie greifen mich an. Okay. Diese Eigenschaften erwecken bei Nicht-Devaronianern oft Unbehagen und den Eindruck, sie seien tödliche, bösartige Räuber. In der ersten Zeit nach der Rückkehr des Sith-Imperiums wurden Devaronianer in entlegeneren Regionen des republikanischen Raums oft Opfer von Vorurteilen und weniger gebildete Bürger verwechselten die biologischen Merkmale von Devaronianern mit denen reinblütiger Sith. Achso, ja. Rotes Gesicht, ne? So wie ich. Bevor mit großem Aufwand vorbereitete Bilder von reinblütigen Sith diese Verwechslung beendeten, nutzten einige unehrenhafte Devaronianer diese Veränderung ihres Rufs und waren nur zu froh darüber, gefürchtet zu werden. Alab Devaronianer. Oh mein Gott, das ist ein cooler Name eben. Meine Sith-Züge, schauen wir die mal an. Ja, die haben tatsächlich ein bisschen... Ja, die haben aber Hörner. Ich habe doch keine Hörner. Guck mich doch mal an. Ja, das ist doch voll der Unterschied hier. Also wirklich, also Sith mit Devaronianern verwechseln. Was geht mit den Leuten? So. Nächstes Opfer. Techniker des Weißen Schlunds. Oh, da salze ich natürlich noch einen Typen hier ab.
Ah, da war. Oh, der ist eben voll cool ausgewischt. Oh, habt ihr das gesehen? Oh, jetzt ist er tot. Upsi. Hoffflänkler für Piraten besiegt. 100 weiße Schlund. Achso, das gilt ja für mein ganzes Ding. Ich war hier ja schon öfter mit den anderen Charakteren auch noch. Daher habe ich schon 100 getötet, obwohl ich mit Revier jetzt nur 2-3 getötet habe. Na gut, vielleicht 10. So, ich muss darüber. Komm, wir machen einen Deal. Ihr lasst mich darüber und ich lasse euch am Leben. Nein, okay. Komm nicht. Möge die Macht mit uns sein. Ich habe nicht zuerst angegriffen. Ah, das war lieb. Das war so. Ich habe schon gespürt, dass sie mich angreifen wollten. Deshalb haben sie zuerst mir vermittelt, dass sie Aggression gegen mich hegen. Aggression nehmen. Oh, ein rotes und ein grünes. Da ist der Zonk drin. Da gehen wir nicht rein. Da gehen wir ins Grüne. Denn Grün ist immer gut. Satt. Ach ja, was ich vielleicht auch noch sagen kann. Ich habe inzwischen ganz viele Accounts gemacht. 2 Stück. Kennt ihr Star Wars Accounts? Nein. Ein Twitch Account. Nee, den kennt ihr schon. Ein Twitter Account. Und ein Instagram Account. Und ein AskFM Account. Und ein... Habe ich noch was? Ich glaube, das war's. Ja, jedenfalls auf Twitter werde ich, wenn ich auf der Gamescom bin und da WLAN kriege, twittern. Natürlich. Und auf AskFM könnt ihr coole Fragen stellen oder auch nicht so coole Fragen. Mal schauen. Und mal schauen, wie ich die beantworte. Also, bis jetzt wurden noch nicht so viele Fragen gestellt. Keine. Hatte ich noch keine Arbeit. Und ja, aber ihr könnt auf AskFM Fragen stellen. Ich habe das alles unten verlinkt. Oh, jetzt kann ich das mal unten verlinkt. Okay, das war jetzt gut. Aber egal. In der Videobeschreibung. Verlinkt. Genauso wie mein Twitter-Account und mein Blau-Account und Instagram. Das sind schon ein paar Bilder drauf. Ein paar wenige Bilder. Mit Bina! Bina, ich grüße dich, Bina. Bina guckt meine Videos wahrscheinlich nicht, aber ich habe sie ja getroffen auf der Assassin's Creed Syndicate Demo-Event. Dem Demo-Event, genau. So eine Art. Da konnte man halt Assassin's Creed Syndicate die Demo schon mal spielen, testen. Aber ich bin eigentlich nicht so, dass es... Wow, hallo, kickst du meine Aschara? Alter! Unfassbar! Die Gegner heutzutage. So, auf jeden Fall habe ich da Bina getroffen und das war voll cool. Achso, ja, wer Bina noch nicht kennt. Ja, das mache ich auch. Das ist unten auch ein Link zu Bina oder ihr guckt einfach auf YouTube Bina Bianca eingeben. Fertig. Und dann... Mund zugucken und Lieder anhören. Genau. Ah, ich bin ja schon da. 15 muss ich noch besiegen. Was ist da vorne? Finde Horagmul. Horagmul. Alaha, da gehen wir noch hin. Das machen wir noch. Ich war die beste Violantin in meiner Klasse. Ah, warum rennst du? Ich mache meinen Flächenschaden da hinten hin. Weg. Warten. Ja, ja. Toll. Und sie lässt jetzt von dem Typen hier ab. Na gut. Wenn es denn sein muss, dann kämpfe ich halt gegen den. Kann ich auch machen. Habe ich kein Problem mehr. So. Oh, oh, Gewitter. Oh mein Gott, der Himmel hat so eine schreckliche Farbe. Oh mein Gott, warte. Oh, ich zeige euch das mal. Oh, Scheiße. Okay, sieht man nicht so gut. Sieht man nicht so gut, aber das sieht unheimlich aus. Und es donnert schon so. Ich mache das hier noch fertig. Scheiß auf den Bonus, ich habe Angst. Lass mich, ich will...
Es donnert. Um eine Gewitterphobie. Hab ich doch schon erwähnt? Ich mag keine Gewitter. Aber, ja, gut. Die entstehen halt, wenn es halt so warm ist. Und wenn dann Kaltfront ab Warmfront und bla, könnt ihr alles bei Galileo nachlesen oder so. Galileo, genau. Hä? Ah, hier kommt Schnee rein. Das ist hier krass. So, da ist er. Mal gucken. Na, wo bist du denn? Da. Meine Retterin, meine Erlöserin. Mein Herz fühlt sich leicht an, als wäre ich wieder am Leben. Wie niedlich. Ihr habt eine Gabe. Die Art, wie ihr und eure Schülerin meine Wachen niedergemetzelt habt, war äußerst zufriedenstellend. Warum haben sie uns angegriffen? Hatten wir uns euch nicht schon längst bewiesen? Es tut mir leid. Ich war schon immer etwas eitel. Und Unterwerfung ist etwas, das ich nicht leicht verdauen kann. Ich verspreche euch zu befreien, wenn ich meinen Feind besiegt habe. Darth Tanaton. Ihr seid großzügiger, als ich erwartet hätte. Aber ich wäre ein Narr, wenn ich weniger verlangen würde. Besiegelt das Versprechen mit eurem Blut und ich werde mich euch unterwerfen. Ein Blutpakt. Das war ja nur ein Witz. Ich wollte den gar nicht freilassen danach. Macht ihr Witz? Ekelhaft, ist ja ekelhaft. Tut mir leid, aber wenn ich mein eigenes Blut sehen muss, wird mir übel. Ich gebe nicht so leicht auf. Achso, jetzt. Oh, jetzt kommen wir. Typen hier. Komm, lasst mich an. Ich mach was mit dem Blut. Moment, ich spitz nicht kurz. Ah, shit. Jetzt seid doch nicht so. Ich hab doch gesagt, ich mach das mit dem Blut. Wow, meine Ashara. Mit der Macht kann ich alles schaffen. Schon fast tot wieder. Da. Gut, ich habe sie alle besiegt. Geht's jetzt auch ohne Blut? Wow. Ja. Ich leuchte. So, das war's. Ich finde irgendwie, der Teil von der Story mit diesen Geistersuchen ist wie beim Gelehrten, der Teil, wo man die besessenen Jedi-Meister heilen muss. Da, okay, das Rivea wird dadurch halt immer stärker und Jedi-Mitsu wird dadurch immer schwächer. Ich dachte am Anfang, ich sterbe, wenn ich Mitsu immer alle retten lasse, aber war doch nicht so. Na gut, bevor ich hier noch länger verwirrt rumlaufe, sage ich erstmal bis zur nächsten Folge. Tschüss!